Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns ab diesem Video mit Klassen in C++ beschäftigen. Und dazu werden wir uns jetzt direkt mal anschauen, wie denn eigentlich Klassen prinzipiell im Source Code aufgeteilt sind. Wir haben in C++ ja, wie vorher schon erwähnt, den Unterschied zwischen Header und Source Files. In den Header-Dateien liegt eben die Deklaration vor. Und in den Source Files ist eben die dazugehörige Implementierung. Warum macht man das? Man kann eben dann die Deklarationen in mehreren anderen Dateien einbinden. Seien das wiederum Header- oder Source-Dateien, das ist vollkommen egal. Und darüber dann eben die entsprechenden Typen, Klassen und so weiter ansprechen. Und tatsächlich implementiert ist das aber bloß in einer Source-Datei. Das heißt letztendlich für den Compiler weniger Arbeit, denn er kann ganz einfach dann diese eine Datei, in dem die Definitionen drin sind, also die Implementierungen, die Source-Datei kompilieren und muss sie danach nie wieder anfassen. Und die restliche Aufgabe des Aufruf Verlinkens macht dann eben der Linker beim Kompiliervorgang. Und es gibt eben nicht nur die Möglichkeit, dass ich eben jetzt per Hand hier über Rechtsklick Headerfiles, Add New Item, hier sozusagen ein Headerfile auswähle und mir eine Header-Datei erstelle und dann das gleiche nochmal für ein Source-File mache, sondern es gibt die Möglichkeit, dass ich hier direkt Add und New Class auswähle. Diesen Eintrag hier. Wenn ich das mache, dann das war jetzt Blödsinn, das wollte ich nicht, Verzeihung. Also New Class, dann bekomme ich hier diesen Dialog, bei dem muss ich einfach nur noch einmal bestätigen, dass ich tatsächlich eine Klasse will. Und hier gebe ich dann eben den Namen der Klasse ein, den ich haben möchte. Hier, und automatisch wird dann eben ergänzt, wie das Header-File, das CPP-File heißen soll. Hier könnte ich sogar noch eine Basisklasse, von der ich ableiten möchte, angeben und welchen Access diese Klasse standardmäßig haben soll und so weiter. Und dann klicke ich einfach auf Finish und bekomme hier jetzt eben im Header-File eine Definition von dieser, Entschuldigung, eine Deklaration dieser Klasse. Wir sehen hier die Deklaration des Konstruktors, des Destruktors. Und hier unten sehen wir in der Person CPP, dass hier auch schon die entsprechenden Methoden, die dann zu dieser Klasse gehören, definiert sind. Man sieht hier schon einige Unterschiede zu C#. Und wir nehmen jetzt aber erstmal diese beiden Sachen hier raus und fangen nochmal von komplett vorne an. Nach dem Paradigma der Kapselung sollte ja eine Klasse Datenhoheit über die Daten haben, die sie eben verwendet. Und auch wenn wir jetzt hier eher eine Datenklasse bauen, also keine, die wir unbedingt im objektorientierten Sinn betrachten müssen, mache ich das jetzt trotzdem mal nach diesem Kapselungsparadigma. Das heißt, ich erstelle mir hier ganz einfach jetzt einige Felder. So wie wir es gewohnt sind. Man sieht hier, dass ich den voll qualifizierten Namen von String benutze. Also ich setze noch den Namespace sozusagen davor. Und wir bekommen dann hier eben drei Felder, die alle drei private sind. Wir sehen also, dass wir in C++ nicht für jedes Member den entsprechenden Modifizierer angeben, sondern wir haben hier sozusagen eine explizite Private Section mit Doppelpunkt und alles, was danach folgt, nach diesem Doppelpunkt, ist eben automatisch private. In diesem Fall hier eben unsere Felder. Und
wir können jetzt eben hier unter diese Public Section dann beispielsweise den Konstruktor bauen. Und hier lasse ich mir eben drei Parameter übergeben. Und hier ist das wiederum jetzt aber eine Deklaration des Konstruktors. Das ist nicht die Implementierung. Da sieht man einfach, dass ich nach der Parameterliste einfach mit einem Semikolon abschließe. Und damit sind wir eben mit der Deklaration des Konstruktors fertig. Es steht im Prinzip der Funktionskopf da, aber nicht die geschweiften Klammern und die Implementierung. Wobei das in Header-Dateien übrigens auch möglich ist. Also es ist nicht notwendig, dass wir unbedingt eine Implementierung nicht direkt in diesem Klassenscope machen können. So, genauso mache ich das eben mit diesem Getter hier. Und hier beschreibe ich einen weiteren Getter eben für dieses Alter. Also was wir hier standardmäßig bekommen, ist eben mehr oder weniger ein Immutable Object. Das können wir einmal festlegen, wenn wir hier den Konstruktor aufrufen, welche Werte dieses Objekt bekommt. Und dann können wir bloß noch lesend auf diese Werte zugreifen. Was uns noch auffallen sollte, ist, dass hier ein Semikolon nach der Klasse ist. Das sollte man nie vergessen. Ansonsten gilt nämlich eine Klassendefinition hier jetzt sozusagen als nicht abgeschlossen. Auch wenn die einzelnen Member darin, zumindest die Methoden hier, bloß deklariert sind und nicht definiert. Aber bitte am Ende nicht das Semikolon vergessen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie wir diese Deklarationen hier implementieren können. Das heißt, ich mache jetzt mal die Person-CPP auf und schiebe die hier in eine neue Tab-Group. Und wir landen jetzt hier. Bitte beachten Sie auch ganz nebenbei, dass ich hier jetzt wirklich alles per Call-by-Value bekomme, damit wir uns noch auf das Wesentliche konzentrieren können. Ich habe jetzt noch keine Referenz oder Pointer für diese Strings genutzt. Ja gut, dann starten wir direkt mit dem Implementieren dieser Deklaration, die wir hier oben noch in der Header-Datei haben. Ich fange mit dem Konstruktor an. Der erste Punkt, der jetzt auffallen wird, ist, dass wir den Klassenscope nicht nochmal aufmachen. In C# war es ja so, haben wir gar keinen Unterschied gemacht zwischen Deklaration und Definition. Wir haben, wenn wir eine Klasse geschrieben haben, einfach hier direkt immer rein definiert. Also hier ist ein Konstruktor und direkt geschweifte Klammern auf und dann Implementierung. Und wenn wir das jetzt hier eben in Header und Source aufteilen, dann muss ich für den Konstruktor einfach bloß Person Doppelpunkt, das ist eben der Klassenname, auf den wir uns beziehen. Und dann gebe ich hier den Methodennamen an, eben den Konstruktor. Und hier mache ich jetzt direkt mal ein Using Statement. Na, ist ja Blödsinn, was ich jetzt hier mache. Vorname, Nachname und Alter. So, und dann mache ich hier jetzt eben tatsächlich die geschweiften Klammern auf. Und was wir jetzt hier eben machen können, ist, dass wir wie gewohnt aus C# einfach die Felder setzen können. Vielleicht lassen wir das Beispiel gleich mal da. Ich habe hier vergessen, den Underscore zu machen, so wie es bei mir gewohnt ist. Wir haben natürlich hier auch den This-Pointer. Das heißt, wir können über den This-Pointer, der genauso existiert in C++ wie in C#, einfach auf Felder zugreifen und diese dann hier setzen. Man muss eben in diesem Fall den
Pfeiloperator nutzen, anstatt den Punkt wie in C-Sharp, um diesen this-pointer, besser gesagt, zu dereferenzieren. Aber ansonsten ist das erstmal gleich. Der this-pointer zeigt eben auf die Instanz, auf dem gerade diese Methode hier aufgerufen wurde. Aber natürlich, wenn man das dann natürlich nach diesen Vorgaben macht, landen wir letztendlich hier. Gut, wenn wir eben hier dann die getName-Methode implementieren wollen, dann geben wir erst den Rückgabewert an und dann wiederum den Klassennamen, gefolgt von zwei Doppelpunkten. Und dann geben wir hier getName an. Und hier können wir eben das, was im Vorname steht, konkatenieren mit das, was im Nachname steht. Ganz einfach. Und als letztes brauchen wir natürlich noch getAlter. Und hier gehen wir einfach das Alter zurück. Also, immer wenn Sie Methoden haben, die hier oben, die Sie sozusagen in der Header-Datei nur deklarieren, dann definieren Sie sie hier unten in der Source-Datei eben nach genau diesem Schema. Erst kommt der Rückgabetyp. Beim Konstruktor haben wir natürlich keinen Rückgabetyp, das ist die Ausnahme. Ansonsten erst der Rückgabetyp, dann folgt der Bezeichner der Funktion, oder? Und vor diesem Bezeichner setzen Sie einfach den Klassennamen mit dem Doppelpunkt, Doppelpunkt abgetrennt. Das nennt sich übrigens der Scope Resolution Operator. Dieser Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und dann könnten wir eben hier ganz normal die Parameterliste machen. Hier unten haben wir bei diesen beiden Gettern natürlich keine Parameter. Und hier oben beim Konstruktor bekommen wir eben drei Parameter rein und die können wir hier jetzt eben setzen. Genau da möchte ich auch jetzt gleich noch weitermachen. Wir haben nämlich zwar genauso die Möglichkeit, dass wir es hier die Felder einer Klasse setzen, wie wir das aus C-Sharp gewohnt sind. Das ist aber nicht das Übliche, wie man es in C++ macht. Sondern es gibt eben sogenannte Field Initializers, die man einfach nach der Parameterliste mit einem Doppelpunkt abgetrennt hier jetzt angeben kann. Ich kann hier einfach sagen, Vorname ist der Vorname, Nachname ist der Nachname und das Alter soll eben mit dem Parameteralter hier initialisiert werden. Und dazu schiebe ich das nochmal hier rüber, damit man das etwas genauer sieht, wie das dann letztendlich aussieht. Also, warum wird dieser Syntax hier bevorzugt? Oder diese Syntax? Syntax ist immer weiblich. Das sorgt einfach dafür, dass die Werte unserer Felder direkt initialisiert werden. Wenn wir diese Syntax hier nicht benutzen, dann wird Folgendes gemacht. Also wenn wir hier sozusagen direkt hier Vorname ist gleich Vorname schreiben würden. Was hier jetzt passiert, ist Folgendes. Wir bekommen jetzt eben Vorname mit dem Standardwert initialisiert für String. In diesem Fall eben einen Leerstring, nicht null, ja, weil wir bekommen hier, oder wir haben unser Feld als, nicht als Pointer oder Referenz angegeben. Deswegen kann das Ding nicht null werden. Wir bekommen hier eben als ersten Schritt den Standardwert fürs Feld initialisiert. Und dann erst im zweiten Schritt wird sozusagen hier jetzt im Konstruktor Wert für Feld wird gesetzt via Parameter.
Also hier haben wir sozusagen zwei Schritte, wenn wir das tatsächlich nach dem uns gewohnten Schema aus C-Sharp eben auch in C++ anwenden. Wenn wir das nach diesem Schema hier oben machen, also direkt diese Initializer-Syntax für Felder anwenden, dann wird tatsächlich bloß Schritt 1 ausgeführt, aber eben direkt mit dem Wert, der vom Parameter hier reinkommt. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben eben nicht die Initialisierung eines Feldes mit seinem Standardwert und dann setzen wir ihn eben erst hier drin, sondern es wird direkt der Wert mit dem entsprechenden Parameterwert initialisiert. Und das ist der große Unterschied. Und das bringt natürlich auch sozusagen eine Operation weniger. Das mag performance-relevant sein, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Aber so kann man das Ganze eben einsetzen, um etwas Performance zu sparen. Und man sieht diese Syntax, letztendlich heißt es ja nichts anderes als Field Initializer Syntax. Das, was wir hier eben überall sehen. Genau das sieht man eben sehr häufig auch in fremden C++-Code. Und deswegen wollte ich Sie natürlich darauf aufmerksam machen. Und ich würde Ihnen auch raten, dass Sie in C++ tendenziell eben zu dieser Syntax greifen, wenn Sie dann Ihre Parameter, die Sie hier beispielsweise im Konstruktor bekommen, noch abprüfen möchten, dann können Sie das durchaus erst nach dem Setzen machen. Das ist in C++ durchaus gängig. Also ich kann hier jetzt tatsächlich überprüfen, Vorname Punkt Length größer 0 oder gleich 0, dann kann ich hier eben throw eine invalid, jetzt muss ich noch die Standard Exceptions einbinden, invalid Argument und ein Using bitte. Das dazu gehört. Vorname muss. Oder ein String Vorname muss länger als 0 Zeichen sein. Ja, also man kann hier durchaus noch seine Überprüfungen machen, aber man sollte hier dann eben oder man sollte trotzdem im Prinzip eher dazu tendieren, dass man diese Field Initializer Syntax nutzt. Ja, und damit sind wir am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!